Hallo Leute, heute mal nichts Spektakuläres, möchte euch einfach mal erzählen, was es so bei mir Neues gibt. Wie im Unboxing-Video von der Dornier schon mal erzählt, werde ich jetzt mal dem Airbrush doch mal eine Chance geben. Und zwar war das so, dass ich bei meinem Übungsflugzeug ganze 4 Schichten aufgepinselt habe. Und nicht nur, dass das unheimlich lange gedauert hat, sondern es sieht halt einfach nach nichts aus. Und das war einfach so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, das entspricht nicht mehr den Anforderungen, die ich an mich selber stelle. Und ja, von daher mal airbrushen, weil gerade bei so großen Flächen, ne, die ist voll geflasht, bei so großen Flächen mit dem Pinsel darüber zu malen, das dauert ewig, das wird nichts, nee. Ja, deswegen habe ich mir was zusammengebaut, das zeige ich euch gerade mal. Des Weiteren gibt es noch eine zweite Neuigkeit. Und zwar habe ich mir besorgt ein Stativ. Einmal werde ich versuchen, euch dann mal aus einem anderen Blickwinkel meine Videos zu zeigen, beziehungsweise vielleicht auch mal ein Let's Build machen. Wir werden schauen. Ich habe es sogar auch schon ausprobiert. Ist ein super Teil. Ja, und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Neuerung. Ich rolle jetzt mal mit meinem Stuhl hier rüber. Und zwar habe ich hier mir eine Spritzkabine zusammengebaut. Die habe ich schon vor nur gut 2,5 Jahren irgendwann mal zusammengeschustert. Ist sogar auch schon, wie ihr seht, benutzt worden. Allerdings nicht von mir, sondern von meinem Vater, der da gesehen hat, oh, der Sohn hat eine Spritzkabine gebaut, super Sache, versaue ich das Ding da doch mal. So hier an die Seite sprühen würde ich zum Beispiel nicht machen. Jetzt geht mir nämlich die Reflexion vom Licht verloren, weil das Ganze ist nämlich beleuchtet. Es besteht eigentlich nur aus zusammengeklebten Milchkartons. Hier hinten ist noch mal ein Netz, Sieb, wie auch immer, drauf. Da kann ich, wenn ich möchte, einen dünnen Filter drüber legen oder irgendwas. Ich muss mal gucken, wie das schaut, weil ich habe nämlich hier unten drin einen kleinen Ventilator. Batterie betrieben. Der hat an, hier über eine Schräge die Luft nach dort oben lenken soll. Wenn dem denn so funktioniert. Ja. Also demnächst Airbrush angesagt bei mir. Irgendwas habe ich vergessen, aber ist ja meistens so, ne? Ja, jetzt ist mir wieder eingefallen. Und zwar, ich hatte ja mein Stativ ausprobiert und da sind ein paar Bilder entstanden, wie ich hier das Ganze aufgebaut habe. Also wer Lust hat, der kann sich das noch angucken. Es gibt eine kleine Bilder-Slideshow und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Zampi.